So Leute, da steht Farkas direkt hinter mir und wir begeben uns in das Staubmannsgrab. Erstmal werde ich einen Perk versenken, denn wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können, und ich versenke diesen Perk in... Ich habe jetzt mehrere sinnvolle Optionen. Eine Option wäre Evasion, eine andere Option wäre Restoration, um Farkas zu heilen. Das passt nicht so ganz zu meinem Charakter und deshalb werde ich in Evasion gehen. Restoration wäre möglicherweise ein bisschen klüger. So, weiter. Wir haben Sachen, die uns buffen. Zum Beispiel Iron Flash pro Rolle für 200 Rüstungspunkte für 300 Sekunden oder 6 Minuten. 6 Minuten, stimmt das? 5 Minuten. Die hauen wir direkt drauf. Denn es kann gut sein, dass wir sie gerade für den Anfang brauchen werden. Und dann habe ich hier auch noch Tränke, die meine Zweihandangriffe stärker machen. Die schwachen Tränke davon machen sie um 12% stärker. Der starke, den ich habe, davon habe ich nur einen, den werde ich ganz zum Schluss erst benutzen. Der macht sie um 50% stärker. So, Farkas. Jetzt auch nicht in irgendwelche Fallen treten. Ja, irgendjemand hat erst vor weniger Zeit hier herumgegraben. Das macht uns ein bisschen Angst, aber wir gehen trotzdem weiter. Offensichtlich wäre jetzt irgendwie der dämlichste Plot-Twist aller Zeiten, wenn wir einfach sagen, nö, tschüss. Ja. So. Hin und wieder auch mal in die Ohren schauen. Da kann wertvolles, hilfreiches Zeug drin liegen. Aber jetzt werden wir erstmal eine schöne Begrüßung erfahren. Wer ist er denn? Wir kriegen natürlich direkt einen krassen Kerl. Habe ich schon erwähnt, dass diese anfängliche Passage das Schwierigste sein wird. Von allen Passagen, die wir durchlaufen. Möglicherweise teilweise wegen diesem krassen Kerl. Teilweise aber auch deshalb, weil wir noch keine Silberwaffe haben. Er hat keine wirklich guten Sachen dabei, die durften alle nichts Gutes dabei haben. So, eine Sache, die ich vergessen habe. Bin ich aus dem Kampf raus? Ja. Ich habe ja mein Heilzeug. Healing Poultice. Da oben. Und ich habe den, der ist auch für 300 Sekunden. Und ich habe einen Spiritedness, auch für 300 Sekunden. Get him, kill him, was? Ich war doch im Kampf? Verdammt. Dann hat der Trank nicht gewirkt. Der Healing Poultice. Na, wie sieht's jetzt aus? Jetzt sind wir aber wirklich außerhalb des Kampfes, oder? Er hat doch gewirkt. Und das war dann auch schon meine Zusatzrüstung. Sie war ganz hilfreich für den anfänglichen Klamauk, aber jetzt ist sie auch schon wieder weg. Nicht so gut. Das war ein kleines Detail, das ich dann vergessen habe. Okay. Was ist hier in dem Raum so los? Ah. Okay, die gute Nachricht ist, wir haben das Schwierigste tatsächlich ziemlich leicht hinter uns bekommen. Das Schwierigste waren die Trauger ohne Silberwaffe. Könnte sein, dass wir jetzt eine Silberwaffe bekommen. Außerdem noch ein paar Tränke, das ist ganz nützlich. Oh, wir haben versehentlich uns selbst eingesperrt. Na, Farkas, verstehst du das Konzept? Now look what you got yourself into. No worries, just sit tight. I'll find the release. I'll find the Elder Scrolls release date. It's time to die, Doc. We knew you'd be coming. Your mistake, companion. Which one is that? Doesn't matter. He wears that armor, he dies. Drei Silber, Zweihänder. None of you will be alive to tell it. Und Farkas zeigt uns, wie er ungeduscht aussieht. Ich fände es total lustig, wenn durch Requiem
die silberne Handtypen so stark wären, dass Farkas keine Chance hat und dann einfach tot da liegt. Und wir kommen nie wieder raus. Das wäre ein ziemlich trauriges Ende der Dovahkiin-Story. Hi. Nein, du hast mir gar keine Angst gemacht, aber mein Charakter ist doof und fragt, was war das? It's a blessing given to some of us. We can be like wild beasts, fearsome. Du machst mich zu einem Werwolf, wie auch immer ich darauf komme? Oh no, only the circle has the beast blood. Prove your honor to be a companion. Eyes on the prey, not the horizon. We should keep moving. Still the Trogger to worry about. Obwohl wir mittlerweile eigentlich... Oh nein! Sie kam schneller als erwartet. Oh Gott, die haben ja Gift, stimmt. Okay, nicht nur die haben Gift, auch wir haben Gift. Warte, wir haben doch Gift. Wir haben ein Gift. Ja, so viel zur Vorbereitung. Okay, hier geht ja schon mal einiges schief. Also offenbar habe ich bei der Vorbereitung nicht neues Gift gebraut. Wir haben verschiedene Gifte, wir haben aber kein simples Lebensgift. Das ist nicht so schlimm, es könnte schlimmer sein. Jetzt holen wir uns erstmal eine Silberwaffe. Und das da sieht aus wie eine ganz gute Silberwaffe, ein Silber-Nodachi. Macht weniger Schaden als das, was wir haben. Hat eine geringere Reichweite als ein Greatsword, ist dafür aber... Was war nochmal der Vorteil? Es ist schneller. Es ist schneller und das hilft. Denn dieser Schadensbonus gegen Untote, wenn der auf einer Waffe liegt, die schneller ist, dann kommt der öfter, naja, ins Spiel. Und das ist ziemlich gut. Ein Rüstungspunkt. Na. Lieber nicht. So, rüsten wir mal unsere Silberwaffe aus. ...240 Schaden, das ist ziemlich cool. Hier ist, glaube ich, jetzt nichts Wertvolleres mehr. Wofür war das nochmal? Ah, damit hat Farkas uns befreit, genau. Okay, Leute, wünscht mir Glück. Es wird ja immer absurder. Ich sollte wahrscheinlich defaultmäßig auch gar nicht mit dem Schwert rumlaufen, sondern eher mit dem Crossbow und den Stahlbolzen. Gucken, was um die Ecke wartet. Denn wenn es Menschen sind, ist das natürlich eine schönere Überraschung. Hier kommen aber wahrscheinlich Draugr. Ich mach kurz was, was mir ein bisschen helfen wird. So. Diese Särge gehen, glaube ich, nicht auf. Wir werden von irgendjemandem gesehen, aber das ist wahrscheinlich nur Farkas. Mach die Tür auf. Oh Gott! Ja, das hat sehr viel gebracht. Crossbows sind nicht so gut, nicht so effektiv gegen Untote. Sie könnten effektiver sein. Wir müssen jetzt in dieser Phase auf jeden Fall darauf achten, dass Farkas nicht zu sehr verwundet wird. Das wird uns später sehr, sehr helfen. Denn ein völlig verwundeter Farkas... Oh, Vampirstaub, cool. Ein völlig verwundeter Farkas ist uns keine so große Hilfe. Ich habe gerade einen Denkfehler gehabt und dachte, Pfeile haben kein Gewicht. Das stimmt nicht. Pfeile sind ziemlich schwer. Und wir müssen nicht so viele mitnehmen. Wir haben nichts davon, so viele Pfeile mitzunehmen. Zumal wir primär unsere Armbrust benutzen werden. Ein bisschen Zeug. Hier wäre eine Truhe. Ah, danke für dieses Novizenschloss. Nö. Ich hasse es, wenn das meinen Lockpicks passiert. Möglicherweise finden wir ja noch im Dungeon Sachen, die uns helfen werden. Na, hier drin nicht so wirklich. Was kommt jetzt?
Ich speichere übrigens dauernd, weil ich es mir schlichtweg nicht abgewöhnen kann in so kurzer Zeit. Nur es bringt mir nichts zu speichern, weil ich ja nicht laden darf. Ach ja, ein Masterschloss. Okay, ich sehe schon. Möglicherweise hat sie ja den Schlüssel dabei. Oder irgendjemand hat den Schlüssel dabei. Vielleicht liegt der Schlüssel auch ganz stumpf direkt neben dem Schloss. Der da vielleicht? Nope. Urne. Ja, man kann ja hoffen. Man hat ja hoffen können. Ein bisschen Geld für uns. 119 sogar. Hat ja doch was gebracht, dass ich nochmal zurück bin. Warte mal, wir schleichen. Wenn da jetzt jemand stünde, wären wir in einer optimalen Position. Nur natürlich steht da keiner, denn da kommen wir her. Okay. Bisschen Magicka. Nicht, dass es uns was bringen könnte. Und ich probiere jetzt mal was, von dem ich glaube ich schon weiß, dass es nicht funktioniert. Genau. Wäre Farkad jetzt ein richtiger Begleiter, könnten wir ihm einen Heiltrank geben. Nur leider ist er das nicht und deshalb können wir das nicht. Müssen also weiterhin darauf achten, dass ihm nicht so sehr wehgetan wird. Hallo. Ich höre auf jeden Fall Draugr. Der da könnte aufwachen. Der liegt da schon in seiner vollen Rüstung und alles. Ja, wir wurden entdeckt. Da ist ein richtiger Draugr-Lord. Oh, fuck. Noch einer. Och, nee. Der hat ihn erwischt. Der hat ihn wahrscheinlich ziemlich verwundet. Dann gibt's hier noch diesen Kerl. Ich wusste es doch. Der wäre bestimmt gleich von hinten gekommen. Oh, nee. Tu Farkas nicht weh, Mann. Was tut ihm noch weh? Solltest du auch wissen. Wir warten eine Stunde. Okay, Fallen sehe ich keine. Wir müssen jetzt nur noch lebendig wieder hier rauskommen. Vielleicht könnten wir sogar nach hinten fliehen. Aber ich werde es nach vorne hin versuchen. Im schlimmsten Fall können wir immer noch fliehen. Adept, das wird nichts. Du hast auch keinen Schlüssel dabei. Haben sie eigentlich sehr selten bis nie. Ich kann mich nicht an ein einziges Ereignis erinnern, wo ein Draugr was Cooles dabei hätte. Bis auf die Stärkeren, die haben manchmal Waffen. Ah, Moment mal, ich sehe da was. Ja, das hat ihm ein wenig wehgetan. Leider nicht so sehr, wie ich mir gewünscht hätte. Und er kommt jetzt wahrscheinlich durch diese Tür. Nicht allein. Wir haben einen down. Farkas wird jetzt wahrscheinlich... Ah, nee, er hat's geschafft. Okay, Farkas reagiert nicht mehr. Das ist sehr schade. Theoretisch könnten wir bei Kämpfen gegen Menschen auch zu unseren normalen Waffen wechseln. Oh, du hast ja doch ein bisschen Leben. Naja. Krasser Typ. Bisschen Vampirstaub, der ist einiges wert. Ich wette mit euch, dass die Tränke, die wir mit Vampirstaub herstellen, sehr cool wären. Das Problem ist, wir können ihn nicht essen. Er wird uns töten. Wir sollten ihn auf jeden Fall nicht hier drin essen. So viel ist sicher. Ich bin sowieso ja fast schon überrascht, wie gut das bisher gelaufen ist. Worauf ich eben hinaus wollte, unser Elfen-Warhammer ist gegen menschliche Ziele tatsächlich viel besser als unser Silberschwert. Silber ist halt auch kein wirklich gutes Material für Waffen, bis auf Untote, gegen Untote. Okay, da sind die nächsten Gegner. Farkas, bleib hier stehen, bleib hier stehen. Ach. Ja...
Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Falle ist. Deshalb nähere ich mich jetzt mal nicht. Hier ist doch eine Falle. Das ist doch Feuer. Ja, von wegen Feuer. Das war knapp. Ja, hat ihm jetzt leider ziemlich wehgetan. Ziemlich zugesetzt. Riders Blade brauchen wir nicht. Sag mal, habt ihr vielleicht bessere Rüstung als ich? Nein. Da ist eine Truhe. Leider einhändig. Ansonsten würde ich jetzt einen Jubelschrei von mir lassen, aber mit Einhändern können wir nicht so viel anfangen. Dustman's Crypt. Ich glaube, jetzt gibt es dann auch kein Zurück mehr. Wobei, vielleicht doch. Okay, someone there, where is that? Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Fetter Zweihandtyp Farkas, deine Aufgabe. Okay, ignorieren, ist gut. Ignorieren ruhig. Ja, das Problem ist, dass an dieser Stelle Farkas gerne mal rumbackt. Das hier wird jetzt noch eine richtig schwere Stelle in diesem Dungeon. Weil, naja, wir keine wirkliche Hilfe haben. Wo hast du eigentlich diese Elfenaxt her, Farkas? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass du damit gestartet wärst. Was hatte er dabei? Weiterer Heiltrank. Ich habe mal wieder zu viel bei mir. Theoretisch können wir das wegmachen. Das brauchen wir nicht mehr. Alle Nachteile, die das hatte... Alle Vorteile, die es hatte, waren gegen Untote. Aber für Untote haben wir jetzt eine eigene Waffe. Okay, das ist ein... Sieht aus wie ein Draugerfürst. Mein Lieblingskampfmusik erstrahlt. Wahrscheinlich werden wir hier gleich auf einen Drauger treffen. Folgst du mir noch, Farkas? Ja, du versuchst es. Wenigstens versucht er es. Das können wir ja gleich in sein Zeugnis schreiben. Nur das Problem ist, er ist der Typ, der das Zeugnis über uns schreiben soll. Was sollte das denn? Der Typ war 10 Meter weit weg. Farkas, deine Axt ist keine Fernkampfwaffe. Die sind verwundet. Das ist gut. Oh, das war knapp. Das wird noch knapper. Ich brauche jetzt... Okay, wir laufen. Wir laufen erstmal weg. Wir haben diverse Sachen, die wir auch noch benutzen können. Das hier könnte ganz gut sein. Wenn du um die Ecke kommst, schlägst du. Ja, ich freue mich auf den nächsten Diversion-Perk. Scheiße. Scheiße, okay. Farkas kann sie ablenken. Nein, Farkas, lenk sie ab. Lenk sie ab, Farkas! Das ist so gut gelaufen. Okay. Ja, ich wurde von den Draugern in diese Rüstung gekleidet und die Drauger sind davon ausgegangen, dass ich auch einer von ihnen werde. Aber ich habe überlebt. Und mein Gear könnte jetzt in einer der nahen Urnen sein. Nur leider kann ich mich gerade gar nicht bewegen, weil diese Rüstung, die ich hier habe, viel zu schwer für mich ist. Genau wie diese Nordaxt. Okay, völlig nackt
suchen wir nach der Urne, die unser Zeug beinhalten könnte. Und leider auch mit der Gewissheit, dass Farkas vermutlich tot ist. Wir könnten raus, oder? Ja, wir könnten raus, aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Mal ein paar Stunden warten. Ich bin leider nicht außerhalb des Kampfes, oder? Doch. So. Mal sehen, was das noch wird.